Hier jetzt ein ganz praktisches Beispiel, eine Anwendung und ein Problem. Wie wirkt eigentlich im Auto die Trägheit der Masse? Das Problem ist jedem bekannt, der im Auto sitzt, zum Beispiel mit einer Anfangsgeschwindigkeit, nennen wir sie V0, fährt und abbremst. Das heißt, am Ende ist die Geschwindigkeit 0. Die Geschwindigkeit als Vektor soll von links nach rechts am Anfang sein, das V0. Also muss die Beschleunigung in der anderen Richtung von rechts nach links wirken, damit die Geschwindigkeit kleiner wird. Was bedeutet dieses Bremsen also für die Trägheit oder anders ausgedrückt, wie wirkt eigentlich die Trägheit? Die Trägheit der Masse heißt, wenn wir einen Gegenstand uns selber in dem Auto vorstellen, wird dieser Gegenstand die Masse im Bewegungszustand gleichförmig, geradlinig zu verharren versuchen, das heißt nach vorne weiter laufen bei dem Bremsvorgang und deswegen natürlich nach vorne gedrückt werden. Aus dem Grund ist der Sicherheitsgurt in der vorderen Richtung angebracht, um das Bremsen, also wenn das Auto die Kraft irgendwie auf die Straße bringt, durch die Bremse sozusagen die Verzögerung in der Richtung, die Beschleunigung des Autos hier nach links bewirkt, heißt, dass die Kraft der Trägheit muss nach vorne wirken. Also die Trägheitskraft hier rot von einer Person ist in der Richtung, wirkt die Kraft des Sicherheitsgurtes in die andere Richtung. Ist das immer so? Ist das eigentlich klar? Schauen wir uns das an, wie das im Auto wirkt, wenn wir einen Luftballon hineinsetzen. So, kleiner Test hier im Auto. Wozu ist eigentlich ein Sicherheitsgurt da? Um mich natürlich beim Unfall aufzufangen. Beim Unfall, wenn das Auto irgendwo gegenfährt, werde ich nach vorne geworfen. Und das testen wir, ob das tatsächlich immer so läuft. Und zwar der Test ist mit zwei Luftballons. Wir fahren aber erstmal los. Also hier ist ein Luftballon und wir testen mal, was passiert. Ich beschleunige und bremse dann stark ab. Ich halte den nur hier fest und wir sehen mal, was passiert. Wohin wird er geworfen, wenn ich gleich bremse? Merkwürdig, oder? Wir testen es nochmal. Okay. Was die Erklärung für die Beobachtung, dass der Ballon wohl offensichtlich beim Bremsen nach hinten ging und nicht nach vorne. Die Sicherheitsgurte müssten dann doch auch nach hinten angebracht sein. Wo ist der zweite? Der blaue? Da ist er. Das ist lila. Lila, gut. Die Farbe der emanzipierten Frau. Okay, das lasse ich im Film. Also nochmal. Test und bremsen. Okay. Die Beobachtung ist also, dass es hier diesen Ballon bei dem Bremsvorgang im Auto nach hinten drückt. Das widerspricht dem, was wir gerade uns überlegt hatten. Das betraf aber nur diesen blauen oder lilafarbenen Ballon. Der andere ging tatsächlich nach vorne. Was ist die Erklärung? Was ist die Lösung dafür? Bevor wir hier weitergehen, überlegen Sie erstmal selber, ob das Ihnen klar ist. Die Lösung ist natürlich relativ einfach. Wir haben den Ballon hier drin in dem Körper mit Luft, also dem Auto. Der Ballon ist aber mit Helium gefüllt und die Trägheit auf die Masse wirkt nicht nur auf die Masse des Ballons, sondern natürlich auch auf die Masse
der Luft. Das heißt, die Luft wird beim Abbremsen nach vorne gedrückt durch die Trägheit. Die Dichte wird vorne größer sein. Der Luftballon, der Helium gefüllt ist, also eine kleinere Masse, eine kleinere Dichte hat, wird aus dem Grund nach hinten gehen. Wir können also die Erklärung für diese Bewegung des Heliums verstehen, aber wir brauchten da die Begriffe Druck, Dichte und ein Verständnis dafür, dass die Trägheit nicht nur auf große Massen wirkt, sondern eben auch auf die Gasteilchen. Gut, das ist die einfache Erklärung. Der andere Ballon nämlich ist mit normaler Luft gefüllt, hat noch die Hülle aus Gummi um sich und deswegen eine größere Masse als die Luft. Der wird beim Bremsen natürlich nach vorne gehen. Und das ist dann die vollständige Erklärung, warum die beiden Ballons, Helium gefüllt und Luft gefüllt, unterschiedliche Bewegungen haben. Also ist alles richtig, der Sicherheitsgurt muss nach vorne angelegt werden.